Hola amigos, buenos días zu einem neuen Video von eurem UX Cha 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 Charlie. Ja, es ist richtig, UX Charlie. Ja. Da ihr auf dem letzten Video so krass eskaliert seid, ich meine über 340 Likes, ich glaube so viele Bewertungen hatte ich noch nie auf einem Video. Und diese ganzen Likes nur für meine verfickte Schuhsammlung? Aber jetzt erwähne ich einfach in jedem Video irgendwie meine Schuhe. Wenn das weiterhin so Likes gibt, dann muss das natürlich drin sein. So macht ApoRed das also. Sneaky, Digga. Ja, ich kann euch heute leider nicht die komplette Schuhsammlung zeigen, aber ich dachte, ich starte das Ganze jetzt einfach mal mit so einem kleinen Throwback, damit ihr nicht komplett leer ausgeht heute. Die Dinger habe ich gerockt, als ich vielleicht 3 oder sowas war. Ich meine, das sind die Flying Superstars Elephants. Da steht sogar noch ABC an der Seite hier drauf, Alter. Und für alle Leute, die jetzt natürlich meinen, dass die Fake sind oder sowas alles. Na, hier ist die Schuhsohle. Hier seht ihr den Elefanten, Digga. Überfresh, Alter. Das war auch todeslimitierter Schuh. Hat mich 543 Euro gekostet, aber ich meine, ich habe die Schuhe gesehen und ich dachte, ich muss mir die einfach gönnen, ja. Nur nochmal den größten Unterschied zu zeigen. Das hier ist eine Fake-Dose und das hier sind die Schuhe. Also so ungefähr so groß wie eine Fake-Dose. Die ersten Schuhe, die ich so gerockt habe, ja. Damn, Daniel. Naja, anderes Thema jetzt. Euer Lieblings-YouTuber hat nämlich heute Geburtstag. Aber OX Vanity hatte doch schon Geburtstag dieses Jahr. Ich bin euer Lieblings-YouTuber. Ich. Digga, wollt ihr mich ficken? Also eigentlich nicht heute, wo ich das jetzt ja aufnehme, sondern halt, wo ihr das jetzt halt seht, am Sonntag halt, ja? Heute ist doch Sonntag, oder? Damn, Daniel! Wow! Na gut, Leute, dann bin ich heute wohl 18 Jahre alt geworden. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wow, jemand mit roten Haaren, der über 18 wird? Ich habe auch immer gedacht, die Dinger sterben schon mit 5. Aber na, wie dem auch sei, weil heute mein Geburtstag ist, lasst ihr mir doch bestimmt auch mal einen Geburtstagsdaumen nach oben da. Also das war jetzt keine Bitte oder so, das war ein Befehl. Mach das, es ist nur ein verfickter Mausklick. Ich meine, ich habe es 18 Jahre lang geschafft, mit roten Haaren zu überleben. Das ist ein Like gleich ein Respekt. Oh mein Gott. Ich hoffe mal, wenn ihr das seht, habe ich meine Geburtstagsfeier gut überstanden. Wenn ihr wisst, bei jedem 18. Geburtstag, wo ich bis jetzt war, ist der Gastgeber nicht so ganz gut weggekommen. Ein Kollege von mir ist sogar bei seinem 18 um 12 irgendwie auf der Toilette eingeschlafen. Ich hoffe einfach mal, dass ich in meinem Bett einschlafe. Und wenn nicht, dann zumindest in meinem Zimmer. Das wäre gut. Let's get Charlie. Let's get Charlie. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Vor allem habe ich schon so Youngster-Alkoholiker als Freunde, die einen schon fast zum Trinken zwingen. Einmal sind wir so auf so einer Feier zusammen angekommen, das war vielleicht 9 oder 10 Uhr, also so noch am frühen Abend, sag ich mal. Ich dachte mir einfach so, okay, du hast jetzt noch nicht so viel gegessen und sowas, fängst du erstmal ein bisschen clear an, ja, so mit einer Cola so, ja. Ich meine, es ist vielleicht 9 oder 10, wer trinkt da denn schon groß? Ha, meine Kollegen zum Beispiel. Ich habe mir dann einfach ganz normal glücklich meine Cola reingesippt und fragt mich ein Kollege so, ey Digga, kann ich auch mal ein Stück von deiner Mische haben? Ich bin so, ja, nee, das ist aber Cola. Er dann so, ja, was ist denn da drin? Ich bin so, ja, Cola. Oder er dann so, ja, das sehe ich, Digga, aber was ist da noch drin, ne? Irgendwie Alkohol oder so. So gar nichts. Digga, ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen clear anfangen, ja? Und er dann so, warte, da ist kein Alkohol drin. Ich dann so, ja! Und er dreht sich dann so zu unserem Alkoholiker-Häuptling, kann man sagen. Also der Typ, der eigentlich immer besoffen ist und das auch noch ziemlich schnell. Und dann so, ey Dennis, Max trinkt Cola. Ohne Alkohol. Dann hielt Dennis so für so ein Stück inne. Guckt mich dann einfach so an. Und dann auf einmal gucken mich wirklich alle meine Freunde an. Und dann alle so zusammen einfach... Schwuchtel! Ja Leute, mit sowas muss ich leben. Mir fällt gerade ein, dass ich noch gar keinen Effekt gekauft habe. Aber wow, ich bin dann jetzt 18. Das Einzige, was ich wirklich am 18 sein bestimmt feiern werde, ist einfach nur Auto fahren. Denn dann muss ich nicht mehr mit dem Gott fucking Fahrrad fahren. Und für alle, die nicht wissen, wie schlimm es ist, mit Gegenwind zur Schule zu fahren, es gibt nichts Schlimmeres. Ich meine, der Weg zu meiner alten Realschule war noch wirklich chillig. Aber der zu meiner weiterführenden Schule ist einfach... Ah, Gott, nein! Es ist ja so, als würde man jeden Tag Monster trinken. Boah! Und ihr alle wisst, wie Monster schmeckt und was Monster mit euch macht. Also es tut mir wirklich leid an alle Eisbären, die deswegen durch die Klimaerwärmung nur durch mich sterben, weil ich mit dem Auto fahre. Aber es tut mir wirklich leid. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ich muss einfach mit dem Auto fahren. Ich wusste vorher auch nicht, dass Leute mit roten Haaren Auto fahren können. Können sie auch eigentlich gar nicht. Ich fahre seit 10 Jahren mit dem Fahrrad zur Schule. Entschuldigung, jetzt schon mal an alle Eisbären, die wegen mir sterben müssen. Sorry. So, das war's jetzt aber auch von diesem Video. Wenn ihr mir hier sogar so ein kleines Geburtstagskommentar da lassen wollt, keine Ahnung, was ihr schreiben wollt, dann schreibt doch einfach Hashtag Wunderweasley in die Kommentare. Denn ich meine, es ist schon ein Wunder, als 18-jähriger Junge mit roten Haaren noch nie verprügelt worden zu sein. Wenn ihr mich ganz doll glücklich machen wollt, dann lasst einfach eine Bewertung da, ja? Da geht mein Herz richtig auf. Ich habe in dem Video jetzt noch gar keine Effektdose getrunken. Aber ich habe auch keine volle mehr da. Lecker, lecker Effekt. Nein, das war's aber wirklich von mir. Ich hoffe mal, ihr hattet alle einen schönen Tag heute und naja. Tschüssi, bis zum nächsten. Warte, folgt mir eigentlich mal bei Twitter, ja, da habe ich voll wenige Follower, also macht das mal. Wenn ihr Twitter habt, ja, dann ist Follow wirklich Muss und haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. No, no, no. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. Let's get Schwuchtel.